Erstmal herzlich willkommen zum Modern Koi Blog. Und heute eine gute Frage, wo ich aber auch einen Einwand oder eine Anregung habe, was man beachten sollte. Keine Strömungsplatte, kein Problem, die Alternative. Hallo Martin, hallo liebes Team. Da es mir bei dem 8700 Liter EBDM-Teich meiner Nachbarin nicht möglich war, eine Strömungsplatte zu installieren, suchte ich nach einer Alternative. Fündig wurde ich im Hornbach Baumarkt. DN160 KG-Rohr, ein Stück, ein T-Stück, 2x45 Grad Bögen, eine Kappe Blindstopfen, ein gerades Rohr, 50 cm, 1 Meter je nach Teichtiefe. Das T-Stück liegt mit der Längsseite auf dem Boden. Eine Seite wird verschlossen, die Öffnung zeigt entgegen der Strömungsrichtung. Der Abzweig wird nach oben verlängert, die Bögen weisen in Richtung der Strömung. Und mit Kabelbindern eine 4x22 cm Belüfter rein, den 9 mm Schlauch oben aus dem Bogen durchbohren. Befestigung überflüssig, der Flow ist so stark, dass es von selbst in der Ecke stehen bleibt. Brauchst du Bilder? Gruß. Nein, ich brauche keine Bilder, weil ich mir es ganz gut vorstellen kann, was du getan hast. Und ich erkläre Ihnen jetzt ganz kurz, was, falls Sie es nicht verstanden haben, er hat im Prinzip nichts anderes gemacht. Ich weiß nicht, Name steht leider nicht dabei und auch in der E-Mail ist kein Name. Also er hat im Prinzip nichts anderes gemacht wie ein 150er Rohr. Und dieses 150er Rohr hat er nach oben, hat er 245 Grad Bögen und unten mit T-Stück und Verschlusskappe hat er da seine Strömungsplatte reingemacht, dass die Luft in dem 160er Rohr aufsteigt, das Wasser mitreißt und oben quasi das Wasser rauskommt. Und der Gegendruck ist so stark, also durch das ausströmende Wasser, dass es das Rohr ins Eck drückt. Und oben hat er noch ein Loch reingebohrt, dass er für die Ausströmerplatte, für die Belüfterplatte unten den Schlauch im Rohr nach unten führen kann. Ist sicherlich gut, hört sich auch gut an. Ich habe nur einen Einwand und da ist die Strömungsplatte einfach besser. Jetzt müssen Sie sich vorstellen, von was leben wir bei der Belüftung? Wir leben von vielen kleinen Luftblasen. Je kleiner die Luftblasen sind, desto effektiver ist es. Warum? Ganz einfach erklärt, das ist das AV-Verhältnis. AV-Verhältnis können Sie mal googeln. Das bedeutet einfach, je kleiner, wenn Sie jetzt einen Liter Luft haben und den in Blasen zerschlagen, je kleiner die Blasen werden, die einzelnen Blasen, desto größer ist die Gesamtoberfläche und je größer die Gesamtoberfläche, desto größer ist die Kontaktschicht, wo der Gasaustausch stattfinden kann, wo also einmal Sauerstoff von der Luftblase ins Wasser reingehen kann, wenn es Partialdruckgefälle in die Richtung ist, dass das Wasser unter 100% Sättigung hat oder umgekehrt, dass Schadgase aus dem Wasser in die Luftblase rein können und oben dann im Prinzip entgasen. So einfach ist das Problem. Und jetzt ist es so, wenn wir eine Strömungsplatte haben, dann habe ich unten meinen Ausströmerstein liegen, hier oben habe ich irgendwo meine Belüftungsplatte, so auf Backenhöhe von Konishi, dann steigt die Luft ganz normal auf und oben, wo sie aufpilzt, verhindere ich einfach, dass die Strömung in die Richtung geht, das aufsteigende Wasser in die Richtung geht, sondern dass es einfach hier zu Ihnen zur Kamera hin geleitet wird. Aber die Luft wird nicht oder die Luftblasen werden nicht auf den Raum gezwängt. Weil was passiert, wenn die Luftblasen auf den Raum gezwängt werden, dann passiert genau das, was wir nicht wollen. Die Luftblasen vereinigen sich. Also das, was irgendwann mal unten als kleine Luftblase aus dem Ausströmerstein kam, wird dann immer größer, größer, größer. Also die Luftblasen wachsen und die Belüftung wird dadurch ineffizienter. Was allerdings passiert, muss man auch sagen, der Mammutpumpeneffekt, wie man so schön sagen kann, dass also viel Wasser mitgerissen wird, der wird in der Regel schneller, weil eine größere Luftblase schneller aufsteigt als eine ganz feine. Wenn ich hier meinen Sauerstoff habe, die Sauerstoffbläschen, die ja wirklich nur noch nicht mal Stecknadelkopf groß sind, sondern wirklich die Stecknadelspitze, ja, die schweben so ganz langsam im Wasser. Aber auch das sieht man, wenn die Ausströmersteine nicht 100% oder da, wo die Abdichtungen zu meinen Sauerstoffausströmern sind, wenn die nicht 100% dicht sind und da kommen dann größere Blasen raus, die größeren Blasen, die gehen so nach oben und die anderen, die schweben wirklich so. Und das ist eben der Nachteil. Und wenn Sie jetzt mal in einem Aquarium schauen oder wenn Sie in Ihren Teich tauchen gehen und eine Taucherbrille aufsetzen, dann sehen Sie dort diesen Effekt auch, dass unten die Luftblasen einfach kleiner sind als oben. Und das würde ich mir genau anschauen, ob da die Belüftung von der Effizienz noch die gleiche ist, wie wenn das nicht im Rohr drin wäre. Also, vielleicht nochmal zur Nachbarin rüber, sich das nochmal kurz anschauen. Aber ansonsten, wenn es funktioniert, das hängt natürlich auch davon ab, wie viel Luft braucht sie und. Aber für alle, die vielleicht auch schon mal in die Richtung gedacht haben, das geht ja im Prinzip in die Richtung Luftheber und ist auch dort ein Problem, ganz ehrlich. Das ist der große Nachteil, wenn Luftblasen auf einen engen Raum
gezwängt werden und sie nicht schön sauber meandernd aufsteigen können. So, danke für deine Frage. Mach's gut und Ihnen danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Vlog. Ciao.